Ich wurde auf Instagram angeschrieben mit der Bitte, den Account von einem Zuschauer zu verbessern. So sieht sein aktuelles Team aus und er hat mir ein Team geschickt, was er gerne haben möchte. Deswegen versuchen wir heute innerhalb von einer Stunde sein aktuelles Team zu seinem Traumteam abzugraden. Wir verbessern jetzt also von Position zu Position immer mehr Spieler. So, wir sind drin im Account. Wir haben hier auf jeden Fall 22.000 Münzen. Kaufen wird also heute schwer. Auf der Bank hat der Mann einen Zanetti, den kann man eventuell einbauen. Und dann SBC-Futter... ist hier im Verein leider nicht viel drin. Ne? Haben wir hier vielleicht tradable Spieler, die wir direkt schon verkaufen können? Süle ist tradable. Wir haben hier, okay, Petri ist auch tradable. Brandt ist tradable. Werner ist auch trade und Grealish ist auch trade. Also ein paar Coins können wir hier rausholen. Und mit diesen Coins verbessern wir auch schon den ersten Spieler und zwar den Rechtsverteidiger. Süle auf RV, sei mir nicht böse, aber ich glaube, da kannst du auch einen Bronzespieler hinstellen. Macht keinen Unterschied. Und auf die Rechtsverteidigerposition kommt Capita. Ganz simpler Tausch. Dadurch wird hier ein Platz in der Innenverteidigung frei und dort kommt eine SBC-Karte hin. Aktuell sind ja so einige Shapeshifter-SBCs draußen. Ich suche aber eine ganz bestimmte Karte und zwar Emiliano Martinez. Ein Torwart in der Innenverteidigung könnte sehr OP sein. Wir haben ein Problem. Wir brauchen ein 87er Team, haben aber aktuell nur ein 86er Team und im Verein ist gar nichts mehr. Zum Glück haben wir aber gestern von EA ein 84x3 Pack geschenkt bekommen. Das machen wir auf mit der Nase. Let's go, come on. Vielleicht ziehen wir ja sogar einen Shapeshifter. Das wäre sehr, sehr krass. Wir haben, ich glaube, das ist nicht mal ein Walkout. Nee, ein 85er Gulaschi. Aber das hilft auf jeden Fall bei der SBC. Und es hat tatsächlich was gebracht. Die erste Verbesserung, beziehungsweise nee, sogar schon die zweite. Emiliano Martinez, willkommen im Team. Diese Shapeshifter-Animation, sie sieht einfach nur göttlich aus. Sieht doch schon besser aus als vorher. Allerdings stimmt die Chemie noch nicht. Und der Sturm vor allem stimmt gar nicht. Deswegen graden wir als nächstes unseren Stürmer ab und da muss Timo Abi auf jeden Fall Tschüss sagen, denn dort wollen wir die einzig wahre Mütze im Sturm stehen haben und ich rede nicht von Dolgisch mit 5,5, sondern von Petr Cech mit 5,4. Der gute Mann ist hier als SBC verfügbar und ihr seht, wir müssen 87er, ein 85er und hier zwei Bronze und einen Silberscott abgeben. Und SBC-Futter, das haben wir nicht mehr. Wir müssen also so schnell wie möglich an gute Packs und vor allem an SBC-Futter rankommen. Seit neuestem sind die Tagesanmeldungen wieder drin. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier müssen wir nur einen Bronzespieler abgeben und bekommen hier ein 2x81 Plus Pack. Und zusätzlich gibt es bei den Zielen hier nochmal ein 5x80 Plus Pack. Und mit diesem Pack fangen wir auch an. Vielleicht haben wir ja irgendwie ein Walkout drin. Ich glaube, das ist sogar einer. Das ist ein Walkout. Das ist ein Verdeik. Das ist ein Verdeik. 90er. Wow. Der kommt wie gerufen. Oh mein Gott, ein Shapeshifter ist auch noch drin. Was geht denn hier ab? Es ist so kacke, dass die Shapeshifter nicht angezeigt werden. Kanada, rafft euch. Ich bin jetzt schon vollkommen zufrieden. Aber vielleicht haben wir hier in dem Pack auch nochmal was Gutes drin. Ich glaube, es ist aber hier diesmal kein Walkout. Ne, in Havertz 84, aber auch okay. Als nächstes schließen wir hier die ersten beiden Squads bei Cech ab. Hier bekommen wir also auch nochmal 4 seltene Goldspieler. Die waren ja geschenkt. Erstes Pack, Schmutz. Zweites Pack, auch Schmutz. Wir müssen wohl anders irgendwie an SBC-Boot herankommen und deswegen werden wir uns diesen 94er hier spielen. 3 Siege, 8 Tore, 6 Vorlagen, sollte schnell gehen. Und da werden wir auch gleichzeitig hier immer die 1000 XP bekommen. Nach den 3 Spielen sollten wir also noch ein 5x84 Plus Pack haben. Na dann, gehen wir mal rein. Ich sehe hier gerade, der Mann spielt ohne Taktiken. Der hat hier eine 4-4-2 Taktik drinnen mit zurückfallen lassen. Also Freunde, bitte macht euch ordentlich Taktiken. Ich habe dem jetzt mal hier meine Taktik reingemacht. Die spielen wir in der engen Raute. Außenverteidiger hinten bleiben. 6er Mitte abdecken, hinten bleiben. Ein 8er auch nochmal. Genau dasselbe, Mitte abdecken und hinten bleiben. Und dem 10er gibt ihr defensive Verstärken. Ach, ich liebe Division Rivals. Guckt euch bitte diese Kamera an. Sorgt auch für ordentliche Kameraeinstellungen. Einmal hier in die Einstellungen gehen und dann hier auf Übertragung Tele. Dann macht ihr hier individuell rein. Höhe auf 20, Zoom auf 0. Auch nochmal kurz gucken, dass hier Abschlusstiming an ist. Und hier adaptiv macht ihr raus, macht klassisch rein. Und was wir auch mal machen, ist den Anstoßbug. Und bupp, da sind wir auch schon durch. 1-0 nach einer Minute. So einfach geht's, Freunde. Digga, Cech hat einfach einen Helm in-game. Wie geil ist das denn? By the way, Freunde, falls ihr der Nächste sein möchtet, bei dem ich den Account verbessere,
Folgt mir gerne auf Instagram und schreibt mir einfach eine Nachricht. Hey Lakshu, so sieht mein Team aus. Kannst du das bitte verbessern? Natürlich mache ich das Ganze nur für meine Abonnenten. Von daher lasst auf jeden Fall auch ein Abo auf dem Kanal da und gerne einen Daumen nach oben, falls euch diese Serie gefällt. Wir brauchen hier, glaube ich, ein Traumtor, damit der Gegner rausgeht. Oh mein Gott! Ah ne, er hat die Pause angemeldet. Mein Jutster. Und er ist auch gequittet. Genauso wie unser zweiter Gegner. Genauso wie unser letzter Gegner. So, 19 Ziele. Wir haben übrigens auch die 100.000 Münzen oben auf der Uhr. Wir haben hier so einiges freigeschaltet. Wir haben aber vor allem auch Level 5 erreicht. Wir haben aber auch unseren Lumeka 94er SBC-Futter. Auch hier wieder so eine geile Animation. EA macht mal richtig geile Kartendesigns. Der Mann wandert aber gleich in die nächste SBC. Wir haben uns alle Belohnungen abgeholt. Insgesamt haben wir hier 11 Packs. Erstes Pack? Wir haben in 8 Packs wirklich nichts gezogen. 2x81 plus, 2x83 plus und 5x84 plus bleiben. Und wenn hier kein Shapeshifter, kein krasser Walkout drin ist, dann bin ich raus. EA, anspannen. Alles anspannen. 2x83 plus, mindestens ein Walkout will ich hier sehen. Mindestens einen. Skandal. Okay, EA, wir sind vielleicht nicht die besten Freunde, aber hier müssen wir wirklich zusammen agieren. 5x84 plus. Alles anspannen. Alles anspannen. Es ist aber immerhin ein Walkout. Es ist Trend. Ja. Aber vielleicht dahinter ein Shapeshifter. Zwei Walkouts. Wie willst du damit vernünftig SBCs abschließen? Okay, das erste Team haben wir noch geschafft. Das zweite Team haben wir auch noch irgendwie geschafft. Aber jetzt haben wir wirklich nichts mehr im Verein. Aber dafür ist dieser gute Mann jetzt im Sturm. Jahaha, moin, Better. Schön die Mütze in-game. So gefällt mir das. Better, willkommen im Team. Es wird Zeit für die nächste Position. Und dafür müssen wir jetzt einmal die Formation auf die 4-2-4 ändern. Anstelle von Brand kommt nämlich unser gezogener Pepe in den Sturm. Der ist zum Glück eine Shapeshifter-Premium-Karte, also schon auf voller Chemie. Kimmich sieht leider keinen Platz mehr in diesem Team, dafür kommt aber Zanetti Totti-Icon rein. Wenn wir uns das mal so bisher angucken, das sieht schon sehr krass aus. Es geht aber auf jeden Fall noch besser, vor allem auf dem linken Flügel. Grealish muss also raus. Durch die Verkäufe haben wir jetzt also 170.000 Münzen. Und von diesen Coins holen wir uns eine Path-to-Glory-Karte für 130.000 Münzen Bernardo Silva. Bernardo, willkommen im Team. Jetzt müssen wir ihn nur noch mit Pedri tauschen und Pedri eine Positionskarte geben, einen deutschen Manager ins Team holen und dann sieht unser Team nach einer Stunde so aus. Im Team selber ist kein einziger Spieler mehr drin, der unter 90 geratet ist. Wir haben 1, 2, 3, 4 Icons drin und von diesem Team zu diesem Team in einer Stunde kann sich sehen lassen. Ich habe dem guten Michael jetzt das neue Team geschickt und wir schauen uns gemeinsam seine Reaktion darauf an. Da seht ihr es, er hat sich schon davor bedankt, als es schon gerade im Account drin war. Deswegen ist seine zweite Reaktion jetzt gar nicht mal so wichtig, aber trotzdem interessant zu sehen. Wir gehen mal nach unten und er schreibt: Danke sehr, ich hoffe, das bringt mich weit. Der Mann hat nämlich davor geschrieben, dass er lange nicht mehr gespielt hat, weil sein Team ihn genervt hat. Hoffen wir also mal, dass er mit dem Team jetzt mehr Spaß haben wird.